Ich schreckte hoch. Wo war ich? Der Ort, an dem ich mich befand, war verlassen und roch nach Ammoniak und billigem Putzmittel. Der pochende Schmerz hinter meinen Augen konnte nur eines bedeuten. Entweder ich hatte gestern eine tiefgründige Unterhaltung mit meinem Kumpel Radegast oder jemand hatte mein Gehirn an Vegaschnecken verfüttert. Ich stand auf und lief umher. Leicht verschwommen und mit einigen Bewusstseinseinbrüchen erreichte ich das Fenster. Wüste, verdammt! Wo war ich? Bis auf ein leises, konstantes Piepen, was einem EKG ziemlich nahe kam, war nur der Wind zu hören, der über die leicht hügelige Wüstenlandschaft zog. Ich war nackt bis auf einen Kittel mit dorsalem Eingriff. Scheiße, was war hier los? Ein Kaffee wäre jetzt genau das Richtige. Auf einem Stuhl lag mein Raumanzug samt Waffen und Rüstung. Die Taschen waren fein säuberlich geleert, auf den Tisch verteilt und sortiert worden. Sogar meine Credits waren noch da. Ich wurde also nicht überfallen. War ich freiwillig hier? Ich zog mich an und bediente die Luftschleuse. Sie wurde als letztes von innen bedient. Ich bin also nicht alleine hier gewesen. Elvis hatte das Gebäude verlassen, nachdem er mit mir fertig war. Draußen war es gefühlte 60 Grad heiß. Stanton stand in ihrem Zenit und bohrte seine Strahlen gnadenlos in mich hinein. Nachdem sich meine Augen an das gleißende Licht gewöhnt hatten, erkannte ich meine Wildfire, die ca. 100 Meter vom Gebäude abgestellt wurde. Crusader Emergency Shelter stand auf einem Schild über dem Eingang. Tatsächlich eine Krankenstation, na klasse. Das konnte ich jetzt gerade noch gebrauchen. Warum nicht einfach eine Forellenzuchtfarm? Na gut, jetzt war ich nun mal hier. Wer ich bin? Um das zu verstehen, fange ich am besten von vorne an. Die Wahrheiten über meine Geburt basieren mittlerweile auf von mir zusammengesponnene Legenden. Alles, was mir mitgegeben wurde, war ein Brief und eine auf den Unterarm gelaserte Tätowierung mit dem Wort Palatin. Den Brief erhielt ich zu meinem 16. Geburtstag und, wie mir mein Ziehvater erklärte, die Fähigkeit, Erkenntnis zu erlangen. Was er damit meinte, war mir zu diesem Zeitpunkt noch ein Rätsel. Mein Name ist Sitko, nur Sitko. Mein Familiennamen sowie meine Herkunft habe ich nie erfahren. Meine früheste Erinnerung reicht zurück bis zu einem zarten Alter von 6 Jahren. Wir schrieben das Jahr 2913. Ich wuchs auf einer mittelgroßen Minenstation im äußersten Gürtel des Caliban-Systems am Rande des Vendul-Territoriums auf. Insgesamt waren wir 8 Kinder auf unserer Sektion, in ungefähr dem gleichen Alter. Wir nannten uns selbst Kalibelter. Unser Alltag bestand zu diesem Zeitpunkt zu 50% aus der Katalogisierung von Mineralien. Ansonsten wurden wir in Abbau von Asteroiden und in Terrakunde geschult. Morgens um 6 Uhr nach Soll-Zeitrechnung ertönte eine Sirene, die uns zum Aufstehen ermutigen sollte. Zusammen mit der gesamten Sektion ging es dann in die sanitäre Waschstraße. Dann gab es wie jeden Morgen einen Brei mit besonders nährstoffhaltigen Zutaten, so hieß es. Das Zeug schmeckte scheußlich. Wir wurden jedoch niemals krank. Im Alter von 14 Jahren wurde dieses Leben abrupt beendet. Als die Sirenen ertönten, waren wir gerade im Katalogisierungsraum. Kurz danach hörten wir Geräusche von Explosionen, schreienden Menschen und etwas, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht zuordnen konnte. Später erfuhr ich, dass dieses Geräusch von Vendul-Schiffen kam. Ein Geräusch, von dem ich heute noch Albträume habe. Zum Glück hatten wir diesen Ernstfall zur Genüge geprobt, obwohl ich, so wie viele von uns, niemals davon ausgingen, dass dieser Tag kommen würde. Doch nun war es soweit. Schnell wurden die wichtigsten Habseligkeiten geschnappt, die jeder Kalibelter ständig bei sich trug. Dafür gab es extra eine Jacke mit angenähter Tasche. Platz für das Wichtigste zum Überleben, hieß es. Die Rettungskapseln waren so ausgerichtet, dass sie uns möglichst weit vom Vendul-Gebiet wegbringen sollten. Letztendlich haben es vielleicht 20% von uns geschafft.
Nach Verlassen der Station wurde das Ausmaß der Vernichtung erst richtig deutlich. Wie ein Insektenschwarm umkreisten die feindlichen Schiffe die Minenstation. Zwei Mutterschiffe der Vendul schwebten bedrohlich und majestätisch in taktischer Entfernung. Innerhalb meines Sichtradius konnte ich die vollständige Zerstörung dieser Station erleben. Lange habe ich mich gefragt, warum dieser riskante Standort für den Abbau von Mineralien überhaupt in Erwägung gezogen wurde. Heute weiß ich es besser. Die Antwort war Profitgier und Macht. Der Preis, den wir zahlten, stand allerdings in keinem Verhältnis. Die Kapsel brachte mich tief in die Dunkelheit des Weltraums. Doch ich hatte Glück im Unglück. Ein kleines Schiff war auf dem Weg ins Denton-System und wurde durch mein Notsignal aus dem Quantumsprung gezogen. Die Cutlass Black gehörte einem älteren Pärchen namens Kia und Akono, die ihren Lebensabend damit verbrachten, Fracht quer durch die Galaxie zu transportieren, um sich ihren geringen Lebensstandard zu finanzieren. Dabei machten sie keinen Unterschied zwischen legalen und krummen Geschäften. Wir verstanden uns auf Anhieb und ich erfuhr, dass den beiden niemals das Glück eines Nachkommens gewährt wurde, der ihnen unter die Arme griff. Somit kam es, dass ich eine Zeit lang bei ihnen blieb, um ihnen zu helfen und meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Was sollte ich auch machen? Ich wurde ja meinen Wurzeln beraubt und wusste eh nicht, was ich tun oder wohin ich als nächstes sollte. Zudem lernte ich in kürzester Zeit mehr über die Umstände des Verse als in den letzten Jahren auf der Station. Erfuhr, dass ein Waffenstillstand zwischen den Xian und der Menschheit ausgehandelt wurde und mittlerweile sogar ein Handelsabkommen bestand. Dass die Vendul ohne ersichtlichen Grund anfingen, immer mehr menschliche Kolonien zu überfallen. Und dass eine Droge namens Widow im Umlauf gebracht wurde, die verheerende Folgen nach sich zog. Kia hatte mir einen kleinen Schlafplatz im Frachtraum zurechtgemacht, in dem ich schlafen konnte. So hatte ich auch meinen Rückzugsort, wenn die beiden mal wieder nicht die Finger voneinander lassen konnten oder die Fetzen flogen. So eine Cutlass Black kann zu dritt schon eine echte Herausforderung sein. Wir lieferten von einer Ecke des Universums in die andere, nahmen fast jeden Job an, hielten uns aber, wenn es möglich war, aus Vendul-Territorien raus. Die Jahre vergingen und wir waren mittlerweile zu einer kleinen Familie zusammengewachsen. Eines Tages saßen wir in einem Reststop, aßen gerade eine Schale Big Benny Noodles, als ich Akono dabei ertappte, wie er verträumt auf meine Tätowierung starrte. Er behauptete dann, dass ihm der Name irgendwie bekannt vorkam, er aber partout nicht darauf kam, woher. Tja, das Alter, sagte er dann, wie so oft, wenn er sich nicht an Dinge erinnern konnte. Für mich war das natürlich ein innerer Funke, der damit ein Feuer entfachte. Ich fragte ihn nun in gewissen Abständen, ob er sich nicht daran erinnert, woher er diesen Namen kannte. Irgendwann, vielleicht weil er endlich seine Ruhe haben wollte, versprach er mir, sich bei seinen Kunden danach zu informieren. Leider kam es nicht mehr dazu. 3 Tage nach seinem Versprechen wurde ich durch ein leises Wimmern aus meinem Schlaf geholt. Kia saß im Cockpit, auf Knien über ihrem Mann gebeugt. Nachdem Akono den Autopiloten und die neuen Koordinaten für das nächste Ziel in den Bordcomputer eingegeben und sich gerade auf die Kante seiner Koje setzte, erlag er einem Herzinfarkt. Kia war ab diesem Zeitpunkt nicht wiederzuerkennen. Wo sie vorher sozusagen den Lad schmiss, wurde sie immer vergesslicher und träumte sich in den Tag hinein, machte Fehler, die ihr vorher im Leben niemals passiert wären. 2 Jahre später schlief sie eines Abends ein und erwachte nicht wieder. Irgendwie hatte ich das gespürt, so ein seltsames Gefühl unter der Haut, was ich nicht genau beschreiben konnte. Ich hatte zum 2. Mal meine Familie verloren. Durch die gute Reputation, die ich mittlerweile durch die beiden aufgebaut hatte, konnte ich das Geschäft weiterführen. Die Zeiten wurden jedoch immer härter. Die Piraterie nahm zu und erschwerte es, mehr und mehr lukrative Geschäfte abzuwickeln. Von den legalen Aufträgen mal ganz abgesehen. Die wurden meistens nur noch an namenhafte Unternehmen beauftragt. Keiner wollte mehr das Risiko eingehen, seine Waren einer popligen Cutlass anzuvertrauen. Zudem sie auch ein Markenzeichen für die Piraterie wurde.
Es gab Zeiten, in denen ich mir tagelang ein Brot einteilen musste und meine gefilterte Pisse trank. Ich hatte ja zum Glück ein Schiff, in dem ich wohnen konnte und was ich im allerletzten Notfall sogar verkauft hätte. Mir blieb also nichts anderes übrig, als die gefährlichsten Job im Worst zu erledigen, die kaum jemand machen wollte und die eher einem Selbstmord gleichkamen. Diese Jobs brachten mich des Öfteren tief ins Wendulgebiet. Hier trieb sich nicht nur der Erzfeind der Menschheit rum, sondern das letzte Gesocks des verdammten Universums. Ich meine wirklich mieser, selbstverachtender Abschaum ohne den Rest einer Seele. Und dann ich. Der 28-jährige Sitko, noch grün hinter den Ohren und keine Ahnung vom Leben. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich fast zu Tode geprügelt, angepisst und in irgendeiner gottverlassenen Ecke um mein Leben kämpfte. Ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde genauso ein skrupelloses Drecksschwein oder ich müsste im Hintergrund agieren und so gut wie unsichtbar sein. Letztendlich habe ich mich für den gesunden Mittelweg entschieden, so lange unauffällig wie es eben ging und dann auszuteilen, was das Zeug hielt. Dazu wäre es wahrscheinlich nie gekommen, hätte ich nicht eines Tages Bro kennengelernt. Ich lag mal wieder halbtot zwischen Mülltonnen, Tierkadavern und Kot, ausgeraubt und fast zu Tode geprügelt. Da hörte ich ihn. Scheiße nochmal! Das ist meine Bude! Durch meine angeschwollenen Augenlider konnte ich nur einen schemenhaften Gestalt erkennen, die mir unter die Arme griff, mein Gesicht betastete und sagte: Junge, du siehst ja noch beschissener aus als ich! Bro war blind und lebte in einer verlassenen Hydrofarm auf einem nahegelegenen kleinen Sandmond. Ich erfuhr, dass er damals als Elitesoldat für die UEE mit speziellen Direktiven beauftragt wurde. Es dauerte sehr lange, bis ich die Wahrheit über diese Vergangenheit erfuhr. Vergangenes ist bereits geschehen und nicht zu ändern, sagte er immer und wechselte dann das Thema. Seine gesamte Einheit beschloss wohl eines Tages, dass es doch ein lohnendes Geschäft wäre, auf den ohnehin weiten Reisen durchs Universum gleich ein paar krumme Geschäfte mitzuerledigen. Nachdem Bro davon Wind bekam und einige fehlgeschlagenen, klärenden Worte keine Einsicht brachten, beschloss sein Team wohl eines Nachts aus Angst, dass sie verraten werden könnten, Bro im Schlaf zu fesseln und zu foltern. Herauszufinden, ob er bereits was verraten hätte. Eine Woche wurde er durch seine vermeintlichen Freunde jeden Tag bis zur Besinnungslosigkeit verprügelt. Dabei verlor er seine Sehfähigkeit und sein prinzenhaftes Aussehen, wie er selber immer sagte. Nach ungefähr einer Woche kamen sie nicht zurück, dachten wohl, Bro sei tot oder waren mit anderen Dingen beschäftigt. Er befreite sich und tauchte erstmal unter. Jeder wäre in dieser Situation in eine tiefe Depression gefallen und hätte aufgegeben, aber nicht Bro. Er lernte über Jahre mit seiner Blindheit umzugehen. Er merkte sogar, dass er seine übrig gebliebenen Sinne um mehr als das Doppelte zunahmen. Nach 6 Jahren war es dann soweit. Rache ist ein Gericht, was man am besten kalt serviert. Er spürte den Rest seines ehemaligen Teams auf, 2 waren bereits im Zuge krimineller Machenschaften draufgegangen und erledigte sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Danach musste er untertauchen. Die Zeit mit Bro war wohl das Beste, was mir zum damaligen Zeitpunkt passieren konnte. Ich ging sozusagen bei ihm in die Lehre. Er zeigte mir, wie ich mich verteidigen konnte, brachte mir bei, wie ich besonders effektiv und schnell jemand aus dem Hinterhalt ausschalten konnte und wie ich mich bei mehreren Gegnern verhielt. Zudem brachte er mir bei, alles aus meiner Cutlass rauszuholen, was nur rauszuholen war. Komischerweise hatten wir all die Jahre keine Probleme mit den Wendul. Sie zeigten auch bei direktem Kontakt im Worst nur selten aggressive Verhaltensweisen. Es schien fast so, als ob wir es nicht wert wären. Ich verbrachte um die 7 Jahre bei meinem alten guten Freund und mir fiel so langsam aber sicher buchstäblich die Decke auf den Kopf. Wir bekamen mit, dass die UEE jeden noch erdenklichen Menschen rekrutierte, um gegen die Wendul in den Krieg zu ziehen. Dafür gab es eine saftige Belohnung, wenn man nur 2 Jahre am Leben blieb.
Für Bro kam das natürlich nicht in Frage. Er redete es mir allerdings auch nicht aus. Wahrscheinlich war er insgeheim sogar stolz auf mich und sich selbst, aus mir einen echten Soldaten gemacht zu haben. Ich verabschiedete mich also kurz und schmerzlos und machte mich mit meiner mittlerweile in die Jahre gekommenen Cutlass Black auf den Weg ins Vega-System, wo die Rekrutierung von Zivilisten auf einem Stützpunkt der UEE auf dem Planeten Aremis stattfinden sollte. Doch es kam mal wieder anders als erwartet. Kaum traf ich ein, kochte die Scheiße erst so richtig über. Der 5. Oktober 2945 sollte als der große Angriff der Vendul in die Geschichtsbücher der United Empire of Earth eingehen. Ich kann mich kaum an die Einzelheiten der ersten Welle erinnern. Tage später erwachte ich auf einer Krankenstation und musste an meinen Freund Bro denken. Ich war blind. Zumindest dachte ich das. Warum ich? Warum? Um mich herum war nur Gestöhne, Geschrei und hektisches Umherlaufen zu hören. Es roch nach Tod und alten Mullbinden. Ich ertastete mein Gesicht und musste feststellen, dass es komplett eingewickelt war. Das erklärte zumindest den Geruch der Binden. Ich fing an, mir nervös den Wickel vom Kopf zu ziehen, bis sich ein gleißendes Licht wie ein Messer in meine Augen bohrte. Verdammt, was war hier los? Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Licht. Ich stand auf, benutzte meinen Infusionsständer als Stütze und torkelte rüber zu einem Spiegel, der am Ende des Raumes über einem Waschbecken hing. Der Mensch, der mich da ansah, war nicht ich. Mein Gesicht war ein völlig anderes. Ich weiß nicht, wie lange ich da letztendlich stand und in das Spiegelbild starrte. Irgendwann holte mich ein Sanitäter ab und es begann eine kurze und intensive Rehabilitationsphase. Anscheinend lag ich eine Woche im Koma, nachdem man mich unter Trümmern und völlig entstellt gefunden hatte. Wir waren im Krieg mit den Vendul und ich war mittendrin. Gleich nach meiner Genesung begann eine kurze Grundausbildung für den Navy-Militärdienst. Schnell merkten meine Ausbilder, dass ich schon weiter war als viele andere freiwillige Zivilisten vor mir. Kurz danach wurde ich auf UEE Stanton versetzt, einer Idris-Fregatte der Navy unter dem Kommando von Admiral Bishop. Es ging nun zurück ins Gebiet der Vendul. Der alte Mann, wie mein neuer Ausbilder hier von allen genannt wurde, war ein gerissener und knallharter Hund. Irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich ihn irgendwoher kannte. Vielleicht hatte Bro von ihm erzählt oder er hatte Ähnlichkeit mit einem Darsteller eines Science-Fiction-Klassikers der alten Menschheit. Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht über die folgenden Ereignisse berichten. Die Geheimhaltungsstufe Terra 01 der UEE, die ich vor Antritt in das Vendul-Gebiet unterzeichnen musste, war da sehr unmissverständlich und klar formuliert. Fest steht nur, wir konnten den Krieg vorerst für uns entscheiden und dem Feind zeigen, dass wir ein ernstzunehmender Gegner waren und es auch blieben. Ich wurde, wie versprochen, nach 2 Jahren ehrenvoll entlassen, bekam mein Geld, das Schiff, mit dem ich gedient hatte, und sogar einen Hangar, in dem bereits meine Cutlass eingelagert und auf Vordermann gebracht wurde. Mein erster Weg führte mich zunächst zurück zu meinem alten Freund. Ich freute mich schon riesig darauf, Bro zu sehen und stellte mir bildhaft vor, wie stolz er auf mich sein würde. Doch die alte Hydrofarm war verlassen und völlig zerstört. Nur noch ein hohler Körper mit Sand gefüllt, der sich über die Monate in jeden Winkel des Gebäudes gefressen hatte. Wo war mein alter Freund hin? Hatte er ebenfalls die Schnauze voll von diesem gottverlassenen Ort? Wurde er überfallen und musste fliehen? Oder ist er hier letztendlich gestorben und liegt unter den vielen Trümmern und Sandbergen begraben? Ich kann es bis heute nicht sagen. Fest steht nur, dass es nicht gestern passierte und es keine eindeutigen Spuren für einen Kampf gab. Da ich nun ein paar UECs auf der hohen Kante hatte und die Zeiten für lukrative und legale Jobs nach dem Krieg weitaus besser waren, beschloss ich zunächst, das Einzelhandelsgeschäft wieder aufzunehmen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, hieß es in einem alten terranischen Sprichwort. Ich jobbte hier und da und hielt mich überwiegend im Gebiet der UEE auf. Von Gewalt und Tod hatte ich vorerst genug.
Eines hatte mir der Krieg jedoch genommen. Die Angst vor jedweder Piraten oder sonstiger kleiner krimineller Gruppierung wurde mir restlos genommen. Mehr noch erschienen mir solche Individuen wie ein Witz. Kreaturen, die nicht wussten, wie wirkliches Leid aussah und niemals das Gefühl von echter Kameradschaft kennenlernen durften. Dementsprechend reagierte ich auch, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Wo ich früher versuchte zu verhandeln oder einer Auseinandersetzung zu entkommen, ballerte ich diesem Abschaum heute einfach über den Haufen, ohne weiter darüber nachzudenken. Das bringt mich zurück in die Gegenwart. Meine letzte Erinnerung lag gefühlt eine Woche in der Vergangenheit und laut meines Mobis lag ich da gar nicht so schlecht. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich auf Grimhex, diesem gottverlassenen Pfuhl der Sünde. Grimhex, eine Brutstätte von Ganoven und Abschaum der übelsten Art. Doch wenn man es richtig anstellte, konnte man hier eine Menge Credits verdienen. Sind wir doch mal ehrlich, der Abschaum dort hat ein IQ von unter 0 und das ist noch milde ausgedrückt. Wie auch immer. Jetzt stand ich in der Luftschleuse des Crusader Emergency Shelters und wusste nicht mehr, was geschehen war. Nach einem kurzen Check der Wildfire musste ich, wie schon erwartet, feststellen, dass jemand den Hauptgenerator sowie diverse Teile der Steuerungsmechanik chirurgisch entfernt hatte. Was für eine Ironie. Ich war hier also wirklich gestrandet. Nach 3 Wochen änderte sich plötzlich das Geräusch am Himmel. Besser gesagt, es kam ein Geräusch hinzu. Erst sehr leise, dann sah ich sie. Die Constellation kam aus dem Nichts und steuerte zielstrebig auf meine neue Unterkunft zu. Noch im Anflug eröffnete sie das Feuer, doch nicht auf mich oder den Shelter, nein. Mit einer Präzision eines Scharfschützen wurde meine ohnehin unbrauchbare Hornet dem Erdboden gleichgemacht. Was dann geschah, war bis dato das Seltsamste, was ich bisher erleben durfte. 3 Personen menschlicher Herkunft kamen aus dem Staub der gelandeten Conny auf mich zu. Ich hatte keine Angst. Irgendwie wusste ich, dass diese Menschen meine Freunde, nein, mehr noch meine Brüder waren. Einer der 3 zeigte mit dem Finger auf meine Tätowierung und ohne viele Worte zu verlieren, setzten sie mich einem Ritual aus, das ich seit meinem 16. Lebensjahr studiert und dessen Worte ich ständig bei mir trug. Ein Ritual, dessen Bedeutung ich verstand. Ich war zu Hause. Doch zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass mir mein größtes Abenteuer noch bevorstand. Was ab nun geschehen sollte, wusste allein das Universum. Mein Name ist Zitko, und ob Freund oder Feind, wir werden uns eines Tages im Verse von Star Citizen begegnen.